was mich vom Hocker reißt. Ich habe immer nur noch die eine Binde mit. Auf Streets brillieren meine FPS-Zahlen. Spratz. Das war doch klar, er sortiert sie wieder in den doppelten Slot. Kann zwar nichts mitnehmen, großartig, aber bisschen Loot XP oder Search XP. Und ein Plätzchen für die leckere Vaseline finden wir alle mal. Was? Was war denn das denn? Was war das denn, Alter? Das will mich komplett fertig machen. Irgendwie. Es haut alles nicht mehr hin beim Matze hier. Pflanze! Du Idiot! Alter! Oh. Mein Arsch geht auf Grundeis. So, das ist alles blöd. Weil das, was wir noch machen müssen, ist genau in der Mitte der Map. Dann müsste ich wieder links rüberrennen zum Kino, den Panzer markieren. Was habe ich für Exits? Wir können natürlich zur Mitte rennen. Das holen.
alles nicht gut. Irgendwie. Alles nicht günstig. Das Optimalste wäre jetzt noch rüber, über die Straße wieder rüberrennen. Da haben wir ja auch Hits vom Sniper gekriegt. Jo. Irgendeiner hat da drüben das Skeff gesprengt. Da renne ich nie rüber. Da wird schwer geschossen. Das ist da, wo ich eigentlich hin wollte. Ist das ein dummer Spawn eigentlich? Obwohl, er ist schon da und lootet ihn. Er kann gar nicht von da drüben geschossen haben. Mach hin!
Vorne liegen sie gestapelt, Junge. Übereinander. Der eine ist ins Hohlkreuz gegangen. Aber das war, die haben doch auch ins Geff gesprengt oder was? Ich verstehe nicht, warum Geff-Spieler immer Geffs umbringen. Das ist nicht das erste Mal. Das macht man doch nicht. Naja, ich bin hier drin. Der da draußen kann nicht ewig sitzen. Irgendwann erwischt ihn einer. Hoffe ich. Ich habe auch noch Essen und Trinken. Also ich halte es hier eine Weile aus. Arbeit. Jetzt liegen sie zu dritt. Ah, das ist Bild für die Götter. Gut, ich habe mal keine Lust mehr drin zu hocken jetzt. Aber wie machen wir es jetzt am besten? Es ist blöd, weil die eine Quest, das Objective ist, sagen wir mal, hier in der Mitte. Und die beiden anderen gehen davon diagonal weg. Ich müsste praktisch jetzt rüberrennen in die Mitte, dann zu dem einen, dann über die ganze Map wieder rüber auf zu dem anderen. Aber ich glaube, das werden wir auch so machen. Was soll passieren? Den einen Panzer haben wir markiert. Junge, mit dem Pilgrim war unterwegs. Wir hatten viel vor. Hauen wir mal mit rein. Munition. Sehr nice.
Er will sich laben. Da waren die ganzen Jungs ja schon dran, Alter. Du findest nichts mehr. Jetzt weiß er es natürlich. Ach Mann. Zeugs. Schmatzt wie ein Schwein. Er ist hartnäckig, er durchsucht immer noch die Schubfächer. Olli, so, da ist er wieder. Was gab's denn Leckeres? Was hast du denn geköchelt? Currywurst im Opti-Grill mit selbst angerührter Soße. Du Charmeur. Feinstes Fresschen. Könnte ich mir auch schmecken lassen. Jetzt hast du mir, jetzt läuft mir das Wasser am Maul zusammen. Ein Matze hat heute genau gegessen. Noch gar nichts. Was wollte ich denn jetzt hier? Achso, mal gucken. Hab noch über, komm vorbei. Mit dem Motorrad. Oh, Olli, jetzt in diesem Jahr treffen wir uns auch mal. Am, weiß ich nicht, irgendwo Kiffhäuser, aber wenn wir bloß unten sitzen und quatschen und eine Currywurst fressen. Ist das der Panzer? Hm, das ist witzig. Der ist cool, aber ich habe keine Kohle.
Ich habe den mal als Scav beobachtet. Da saß ich oben und dieser. Ja, unbedingt, unbedingt. Ja, wo hier dieser Kran ist, dieser Collapsed Crane. Da ist ja so eine kleine Hütte. Da saß ich drin, da kam der andere an der Straße. Stand eine Weile. So. Dann geh hin, schieß mal drauf. Bist verrückt, Alter. Ich hab Angst, dass die dich umlegen. Ich bin als Skeft auch ganz vorsichtig. Ich verstecke mich immer. Nicht, dass die irgendwie mich sehen und das Ding schießt oder was. Aber man weiß es ja nicht. Man will es auch nicht ausprobieren. Na, jedenfalls habe ich dann beobachtet, wie er rückwärts erst stand eine Weile und ist dann, hat dann wirklich richtig schön zurückgefahren, gelenkt und wenden in zwei Zügen. 1A, das Ding. Das ist cool. Der kleine Scheißer. Aber umlegen wird er mich nicht, aber denke ich mal. Wer nicht mitfährt, wer nicht bezahlt, wird umgelegt. Da steht er. Da fährt er ab. Da fährt er dahin, Junge. Wo hier vorbeikommt. Geil. Ich gehe ein. Es ist doch geil, oder? Kommt ja einfach so ein Ding. Fährt so ein Ding über die Map. Schöne vorgefertigte Route. Alles gar kein Problem. Eine von BSGs leichtesten Übungen. Ich habe zu tun und dann hier auch noch mit den niedrigen Frames. Jetzt tümpelt er hier irgendwo rum. Da kann auch dein Loot für Geld safen. Ja, habe ich auch schon gehört, habe es auch noch nie probiert. Weil, was habe ich denn jetzt hier? Okay, das Tri-Fuel und Power-Kurt. Das ist was wert, aber so. Oh, Matze ist ja eh knausrig. Geld bezahlen für eine Dienstleistung, die umsonst sein müsste. Nee, ich habe auch gar keins mit, sonst wäre ich wahrscheinlich auch schon mal rausgerannt. Ah, hier kommen wir nicht raus. Haben Sie einen Schädel eingeklemmt? Tatsache. Draußen fährt er wieder ab, der Meister. Genau mein Ding, Junge, der Panzer da draußen. Fetzt. Erheitert mich. Absolut, sowas finde ich echt cool. Ja, das ist halt. Verstehst, das ist halt auch Tarkov. Alles andere, was sich hier Loot Extraction Shooter schimpft, kannst du alles in die Tonne hauen. Nicht im Ansatz, also. Die machen nicht mal was besser, im Gegenteil, die machen alles schlechter irgendwie. Oh. Einige probiert und alles Schrott. Es kommt nichts an Tarkov ran, nichts. Und ich denke mal, wenn nicht wirklich hier Geld in die Hand genommen wird, wird es auch keinen geben, der hier das Spiel mal ein Spiel entwickelt, was Tarkov toppen könnte.
Ist der hinüber oder hat er sich bloß hingelegt? Nicht, dass er hier bezahlt hat und mich jetzt der Panzer umlegt, weil ich ihn im Fahrkast weggeschossen habe. Er hat mir einen Bärendienst erwiesen. Ich glaube, das war eine 3er Body Armor, oder? Bin mir auch nicht so sicher. 6P23? Ich weiß es nicht. Er hat jedenfalls gut geladen, der Meister. Was schleppe ich denn eigentlich alles schon wieder mit raus? Ich werde hier vorne nur noch den Panzer markieren. Und dann werde ich mich aus dem Staub machen. Ach, komm mal. Oh. Da hat man eine Drohne, die man rufen kann, um Loot zu safen. Oder auch Nachschub anzufordern. Ah, okay. Munition, ehrlich? Und musst du da an der Karre stehen und die Drohne dann steuern? Oder sagst du der Drohne und dann musst du warten? Die haben nur das Problem, dass es zu wenig Spieler hat. Wie meinst du das? Das verstehe ich nicht. Oh, meine Fresse ist ausgetrocknet. Ich muss hier irgendeinen Scheiß mal wegschmeißen. Na, kriegen wir 60er noch voll? Nee. Svenny, grüß dich. Ich hätte vorher vielleicht ein bisschen PRS reinstopfen sollen, damit die nicht am Anfang gleich da ist. Aber ist ja eh gleich erledigt. So, jetzt den blöden Panzer markieren, dann müssen wir halt nochmal rein. Dann haben wir bessere Karten, bessere Konditionen. Ach, die Scheiße weg. Naja, Server waren halt leer. Bin da Level 25. Aber habe vielleicht 4 Spieler gesehen. Der Rest war KI. Habe ich irgendwas... Ach so, Venator. Ah, stimmt, du hast ja Venator gezockt. Stimmt. Das war grafisch nicht im Ansatz so cool. Ah, jetzt sehe ich es erstmal. Sorry. IFD, ja, ich sag's ja. Das ist, ich habe mir das auch mal angeguckt. Das war auch zu blöd. Die haben da auch... Da musst du ja jede Munition, jede Mumpel, jede Kugel einzeln aus dem Magazin rausnehmen. Von Hand irgendwie. Ich meine, das machen wir ja auch. Wir klippen ja auch einzeln raus oder rein. Aber dort musst du ja, hast du ja diese Munitionsfächer. War das das bei Venator? Wo du wirklich... Da jede
jede Kammer siehst, in der eine Patrone liegt und du das rausnimmst. Nee, war mir auch nichts irgendwie. Alles irgendwie Humbug. Alles an Haaren herbeigezogener Müll. Wie zum Beispiel auch hier. Was haben wir gespielt? Was habe ich mit Bleispender gespielt? Wie ist das bei dir heute gelaufen? Ganz gut. Kann mich nicht beklagen. Ein paar Leute über den Haufen geschossen, ein paar Quests gemacht. Was habe ich denn mit... Wie hieß denn das? Pass to Renown. Das war auch so eine Scheiße. Ey, da sind wir... Du bist mit nagelneuer Hose in den Raid. Und nach 5 Minuten Laufen ist ja die Hose vom Manns geplatzt. Kaputt. Also die haben doch richtig einen am Sender gehabt. Alter, das ist doch Schwachsinn. Und dann war die Munition in den Hosentaschen, weißt du? Und die war komplett mit weg. Alter, das ist so ein Drecksgame. Also so was Dummes. Alter, sowas erlebst du auch selten. Hast du auch 2 Quests geschafft? Sehr, sehr nice. Sowas freut einen. Ja. Mensch, wie hieß denn das? Bla 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 Pass to Renown. Das war so wilder Westen irgendwie, so mit Indianern auf der Map. Ich meine, stellenweise war es schon witzig, aber die haben es ja richtig übertrieben. Wie gesagt, da fallen dir die Klamotten nach 5 Kilometern vom Wanst. Das ist so dumm. Schuhe, wenn du rennst, sind nach 2 Minuten kaputt. Also jetzt leicht übertrieben. Also, aber so war es wirklich. Du bist nicht weit gerannt, da waren die Schuhe weg, da war die Hose weg.